Diese Bilder aus Japan gingen in den 70er Jahren um die Welt. Sie zeigen, was Quecksilber beim Menschen anrichtet. Eine Fabrik leitete in dem Fischerdorf Minamata Quecksilber ins Meer. Das Nervengift gelangt über den Fischverzehr zurück zu dem Menschen. Die Schäden bleiben bis heute. Seitdem sind sich Regierungen aus aller Welt einig, Quecksilberemissionen müssen so weit wie nur irgend möglich gesenkt werden. Quecksilber gehört zu den drei schädlichsten Substanzen überhaupt, ist ein Nervengift und Kohlekraftwerke stoßen den größten Anteil der deutschen Quecksilberemissionen aus. Allein 70% kommt aus Kohlekraftwerken. Vor allem die Braunkohle enthält viel Quecksilber. Über die Kühltürme gelangt es in die Luft. Beispiel das Braunkohlekraftwerk vom Stromkonzern RWE am Standort Neurath. 667 Kilo Quecksilber blies es 2013 in die Luft. Insgesamt belasten die Energieriesen E.ON, RWE und Vattenfall mit 3.325 Kilo die Umwelt, so die amtlichen Zahlen für 2013. Deutschland setzt in Europa am meisten Quecksilber frei, wegen seiner Kohlekraftwerke. Das Gift gelangt mit dem Regen in Gewässer und über die Nahrungskette zurück zum Menschen. Es sind nur kleinste Mengen, doch schon die sind schädlich für den empfindlichsten Menschen, das ungeborene Kind. Also hier sehen Sie die Plazenta und das Quecksilber kommt aus dem mütterlichen Blut durch die Plazenta über die Nabelschnur in das ungeborene Kind und reichert sich dort über die Blutbahn im Gehirn an. Ellen Fritsche ist Umwelttoxikologin an einem der führenden Institute in Deutschland. Mit Gehirnzellkulturen im Reagenzglas hat sie unter dem Mikroskop festgestellt, was Quecksilber anrichtet. Dort bewirkt es, dass sich die Architektur des Gehirnes nicht normal ausbildet, weil es verhindert, dass die Nervenzellen wandern und es verhindert auch, dass sie sich überhaupt bilden. Bedeutet das, das Kind wird dümmer? Das bedeutet, das Kind wird dümmer, ja. Es kann sein geistiges Potenzial nicht voll ausschöpfen. Quecksilber ist eine Gefahr in ganz Europa, so diese Studie, finanziert von der Europäischen Kommission. Demnach werden jedes Jahr 1,8 Millionen Babys geboren, deren Quecksilberbelastung bedenklich ist, jedes dritte Neugeborene. Das bedeutet einen nachweisbaren Intelligenzverlust. Daraus berechnen die Autoren den volkswirtschaftlichen Schaden für die EU. 9 Milliarden Euro pro Jahr. Höchste Zeit zu handeln. Europa hat noch keine Grenzwerte für Quecksilber aus Kohlekraftwerken. Zuständig ist dieses Büro der EU-Kommission im spanischen Sevilla. Hier werden alle möglichen Grenzwerte festgelegt. Büroleiter Luis Delgado erklärt uns, wie das funktioniert. Der europäische Bürger hat ein Recht darauf, dass die Umwelt und seine eigene Gesundheit so weit wie möglich geschützt werden. Mit der bestverfügbaren Technik? Mit der bestverfügbaren Technik. Die bestimmt die Grenzwerte, die so streng wie möglich sein sollen. Soweit die Theorie. In der Praxis entscheidet darüber eine technische Arbeitsgruppe der EU. Nach 4,5 Jahren Diskussionen trifft sich diese Arbeitsgruppe zur entscheidenden Sitzung Anfang Juni in Sevilla. Wir sind die einzigen Journalisten vor Ort. Filmen dürfen wir nur vor dem Sitzungssaal, unter der Bedingung, dass keiner der Experten der Arbeitsgruppe erkannt wird. Frontal 21 wird die geheime Mitgliederliste der Arbeitsgruppe zugespielt. Neben Vertretern der EU-Mitgliedstaaten sitzen dort vor allem Lobbyisten der Industrie. Der Kraftwerksbetreiber selbst. Und obendrein stellen viele Mitgliedstaaten ihre Sitze großzügig der Industrie zur Verfügung. Zum Beispiel überlässt die britische Regierung einen Sitz dem deutschen Energiekonzern RWE und gleich zwei Sitze E.ON. Griechenland 6 Sitze dem größten Energieversorger des Landes. Insgesamt erhält die Industrie auf diesem Weg 39 Sitze zusätzlich. Damit stellt sie die Mehrheit in der Arbeitsgruppe. Von den 270 Mitgliedern sind 155 Industrievertreter. Umweltgruppen stellen gerade mal 8 Vertreter. Das heißt, diejenigen, die reguliert werden sollen, entscheiden selbst darüber, am Ende, was hier die neuen Grenzwerte und was hier die Nachrüstungsanforderungen sind. Das ist völlig inakzeptabel. Politisch verantwortlich für die technische Arbeitsgruppe ist die EU-Kommission.
Wir zeigen dem zuständigen Sprecher Enrico Brivio die geheime Mitgliederliste. Warum erlauben Sie der Industrie, ihre eigenen Grenzwerte festzulegen? Das sollten Sie die Mitgliedstaaten fragen. Es ist deren Entscheidung. Wir haben versucht, sie zu überzeugen. Wir haben alles versucht, was in unserer Macht steht, um ein Gleichgewicht der Interessen herzustellen. Aber manche Mitgliedstaaten sagten, dass ihre besten Experten über Erfahrung in der Industrie verfügen müssen. Also hat die Industrie in Sevilla freie Bahn. Hinter verschlossenen Türen fällt die Arbeitsgruppe Entscheidungen, ganz im Interesse der Kraftwerksbetreiber. So auch großzügige Höchstwerte für das Nervengift Quecksilber. Alte Steinkohlekraftwerke dürfen demnach 4 Mikrogramm Quecksilber pro Normkubikmeter Luft ausstoßen und alte Braunkohlekraftwerke sogar 7, obwohl sie die größte Quecksilberquelle sind. Das ist zu viel, denn ein Wert kleiner 1 ist heute technisch machbar, sagt Christian Scheible. Er ist einer der 8 Vertreter von Umweltorganisationen in der Arbeitsgruppe. Das sind die Werte dieser Braunkohleanlage in den USA, Oak Grove, die belegen, dass sie sicher unter 1 Mikrogramm kommen. Das heißt, dieses Braunkohlekraftwerk in den USA emittiert heute bereits deutlich weniger als 1 Mikrogramm? Nicht heute, sondern seit 2012. Der Grund? In den USA gelten strenge Grenzwerte für Quecksilber. Die erfüllen mittlerweile schon über 100 Kraftwerke. Zum Beispiel das Kohlekraftwerk Plant Miller in Alabama. Mit moderner Technik wird das Quecksilber abgeschieden. Ein Verfahren erfunden von einem Deutschen. Professor Bernhard Vosteen hat vor über 10 Jahren entdeckt, dass sich Quecksilber mit Hilfe einer preiswerten Flüssigkeit abscheiden lässt. Calciumbromid. Es wird in kleinsten Mengen auf die Kohle gesprüht. Hier sehen Sie das Wesentliche der Installation. Ja? Hier ist zum Beispiel ein 23, also knapp 25 Kubikmeter Tank für das Calciumbromid. Und hier sehen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine Pümpchen. Und man braucht Schläuche, eigentlich so Schläuche von dieser Abmessung, ja? Auch im Großkraftwerk. Also die Investition ist minimal. Wie erklären Sie es sich, dass diese Technik in Deutschland zum Beispiel an keinem großen Kohlekraftwerk angewandt wird? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Der wichtigste ist wahrscheinlich der, nehme ich die Giftigkeit des Quecksilbers ernst oder nicht? In Europa nimmt man die Gefahr durch Quecksilber jedenfalls nicht so ernst. Wir zeigen dem Kommissionssprecher Enrico Brivio die lange Liste mit den sauberen US-Kraftwerken. Die stoßen heute schon weniger Quecksilber aus, als die EU mit ihren Höchstwerten ab 2020 erlauben will. Strengere Grenzwerte für Quecksilber sind auch unser Ziel für die Zukunft. Aber wahrscheinlich erfüllen manche der US-Kraftwerke andere Standards nicht, die in Europa strenger sind. Wir haben da einen anderen Ansatz. Ich persönlich habe dafür überhaupt gar kein Verständnis, weil die Folgen einer Quecksilberbelastung für unsere Gesellschaft eindeutig sind. Und wenn es Möglichkeiten gibt, die Gehirne und auch die Intelligenz unserer Kinder zu schützen, verstehe ich persönlich wirklich nicht, warum das nicht umgesetzt wird. Die deutschen Kraftwerksbetreiber sehen auf Nachfrage keinen Handlungsbedarf. Und so blasen sie auch weiterhin das Nervengift Quecksilber in die Luft. Jahr für Jahr, Tonne für Tonne.